Moin, willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Fall and Order. So, wir sind immer noch auf dem Weg zum Gewölbe, wenn ich das noch richtig im Kopf... Warte mal, da ist... Wir sind immer noch auf dem Weg zum Gewölbe. So, wie können wir nochmal die Etagen hoch? So. Wo ist denn das Gewölbe? Sehe ich gerade gar nicht mehr. Okay. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ach nee, warte. Komme ich da schon rüber? Ne, ich komme noch nicht rüber. Ich vermute mal, das ist später, wenn wir noch bestimmte Fähigkeiten bekommen, die wir noch nicht haben. Oh. Aus, die oh, warte mal, stopp. Datenscan, Zaure bevorzugen felsige und windige Regionen, in denen sie dank ihrer gedrungenen Körpers und ihres festen Standes schnell und geschickt verschiedene Oberflächen wie Höhenwände überqueren können. Da sie sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren, agieren sie bei wärmenden Temperaturen deutlich langsamer als bei kälteren. Das waren bestimmt die Kaulkarten, die wir gerade gesehen haben. Siehst du was da drin? Was ist denn da? Jetzt erlernen wir die neue Fähigkeit. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Lauf und springe. Zerfuchten Wände um, okay. Yep. Gut, nochmal. Okay. Jetzt komm her zu mir. Ja. Wandlauf. Laufe zerfuchtene Wände und neue Gebiete zu erreichen. Macht als Verbündet. Also überall, wo wir so Rillenwände haben, können wir ich jetzt in die Wände laufen. Super. Okay. Hat nur gut geklappt. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Ah, jetzt können wir durch die Abkürzung, richtig, da wo wir vorhin nicht mal durchkamen. Aber warte mal, jetzt können wir erstmal noch ein Echo holen. Weil jetzt müsste ich ja jetzt darüber. Oder hier rüber? Da hoch? Wir gehen erstmal hier rüber und dann gehen wir da hoch. Hada! Und ich bin irgendwo hängen geblieben. So eine Driss aber auch. Nochmal. Alle guten Dinge sind 14, habe ich gehört. 2, 3, 4. Ach, so jetzt. In diesem Bereich wurde meditiert. Von jemand, der den Orden der Jedi kannte. Mhm. So, hier können wir, denke ich mal, nicht laufen. Nee. So, Meditation. Ein gut versteckter Meditationsbereich. Wer auch immer hier war, kannte den Orden der Jedi. So, jetzt können wir einmal hier rüber. Wie kommen wir jetzt? Ich vermute mal, wenn wir jetzt hier rauskommen, ne? Ja. Also Parcours hat der Junge drauf, muss man ja lassen. Ich will da hoch. Ah, da fehlt mir jetzt bestimmt der Machtsprung, den ich erlernen muss. So. Meditieren brauchen wir nicht. Energie und alles noch voll. Ansonsten... Nee, lohnt sich nicht. Glaube ich nicht. Da hinten ist eine Kiste. Aber ich kann die Brücke noch nicht bewegen.
Da fehlt mir noch die Macht zu. Was? Ah, eine Kiste. Oh, endlich. Hey! Was haben wir gefunden? Neues Lichtschwertschalter. Neue Lichtschwertschalter erhalten. Mut und Weisheit die zweite. Da können wir wieder meditieren. Aber wir gucken uns erstmal hier um. Ho! Oh! Ah, Mist, der ist weg. Ah, jetzt. Ah, Mist. Boah, ist das schnell. Und wir sind zu langsam. Da ist einer. Komm her. Oh, da war was. Ah, ja, keine Ausdauer mehr. Bidi. Ich sehe nach. Ach, stimmt, das kennt ja. So. Ja. DW, das war's, oder? Haben wir irgendwo noch was? Ein Echo. Jemand hat mir gelacht. Wir haben ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Sie nannten sie Beinork. Ja, bestimmt die da oben. Die haben schon. Ich will da rüber. Bestimmt brauche ich auch den Machtsprung dafür, oder? Ah, nee. Von da aus kommen wir darüber. Bestimmt. Irgendwie. Irgendwann. So, haben wir jetzt alles geguckt? Ich glaube, da geht's runter, ne? Ah, da sind wir hier, okay. Da waren wir schon. So, dann können wir jetzt hier hoch. Oh. Kannst du das hacken? Ich liebe das Spiel so mit diesen. Ich liebe es Star Wars. Allein schon mit den Lichtschwertkämpfen, das ist schon für mich ein absolutes. Okay. Das ist das BD1. So. Eine Liege. Jetzt jemand gesund? Runter. Ach nee, ist die Abkürzung, richtig. Höher. Höher. Tschüss. Wettrennen? Das Gewölbe. Oh, dann los. Ah, da wie das ausschaut. Boah. Nicht schlecht, Herr Specht. So, ich denke mal, wir kommen sowieso nochmal auf den Weg zurück. Dann würde ich sagen, wir gucken, dass wir gegen BD hier wetten. Ah, wettrennen, komm. Ah, der Kleine ist so schnell. Oh, oh, ja, da. Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay, wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Aber ganz knapp. Aber wir meditieren einmal kurz, weil ich sehe, wir haben ein bisschen Energie verloren. Haben wir schon fertig? Ruhe dich aus, um Leben und Macht zu regenerieren. Du musst dich nicht ausruhen, um deine Fortschritte zu speichern. Ruhe dich aus, respawn deine Gegner. So, wir haben... Ach, uns fehlt noch ein Fitzelchen von Fertigkeitspunkten. Aber den kriegen wir auch noch. Das Gewölbe.
Die Struktur steht seit Jahrhunderten. Der einzige Weg, des Gewölbes zu öffnen, scheint die Macht zu sein. Boah, ist da dunkel, ich sehe gar nichts. Oh. Wahnsinn. Ja? Hä? Geht's dir gut, BD? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Sefu, Reiseziel freigeschaltet. Mehrere Einträge. Geheimnis des Gewölbels, mein Freund, ich bin Jedi-Meister Ino Cordova. Das Bogano-Gewölbe der Sefu, Jahrtausende alt, gewährt mir eine Vision vom Ende der Jedi. Zum Schutz des Ordens habe ich ein Holokron mit Namen und Orten aller bekannten Machtbegabten tief im Gewölbe versteckt. Um darauf zuzugreifen, musst du die Gräber der drei großen Sefu-Weisen suchen. Okay. BD1 wird dir dabei helfen. Er wird dich führen. Also, die Sefu waren wohl vor den Jedis, sage ich jetzt, so verstehe ich das jetzt, vor den Jedis, die Leute, die Macht nutzen konnten. Und Meister Ino Cordova hat irgendwie, ich sag jetzt mal, ein hochmoderner Datenspeicher, USB-Stick, wo Namen von Kindern stehen und auch wo die sind, die Machtbegabung haben. Okay. Und ich denke mal, wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt irgendwie an diesen Holocron kommen. Und dafür müssen wir die drei Sefu, was war das? Sefu Weisen? Sefu Sucher? Wie hießen die jetzt? Datenbank, war das Datenbank? Oh Gott, Aufgabe.
Kapitel 1. Geheimnisse, Gewölbe. Flora, Charaktere. Ach, guck mal, ja, guck mal, da Enoko da war. Die zweite Schwester. Ah, das sind alle die Leute, die wir schon getroffen haben. So. Ziel also die Schutz des Ordens, Holocron, bekanntbegabte Gewölbe. Machtbegabt tief in den Gewölbe versteckt. Darauf zuzugreifen musst du die Gräber der drei großen Zephu-Weisen suchen. Ah, okay. Ich denke mal, wird dann unsere Hauptaufgabe sein. Was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Okay, ich komme. Und da. Oh. Warte mal, wie konnte man den anvisieren? So. Ah, Mist. Boah. Ach, wir gehen dann mal. Ah. Hoch, ne? Ja. Boah, das war aber knapp. Da wäre ich bei einer Obsidian. Ein Scan? Was ist das? Ein Octo. Octo, trennen die Zunge mit einer Kombination aus Macht- und Lichtschwertangriff ab. Extrem gefährlich und resistent gegen Lichtschwerter. Naja, so resistent anscheinend nur auch wieder nicht. Der jetzt im Meditieren lohnt sich nicht, weil dann taucht er glaube ich wieder auf. Ich guck mal, ob wir woanders meditieren können. Das sieht aus wie ein... Hä? Aber das ist doch Stein. Das sind doch keine Knochen. Was sind das Knochen? Mysteriöses Skelett. Mysteriöses Skelett. Die Struktur zu dieser Knochen nach zu urteilen, handelt es sich hierbei um ein großes Reptil. Laut einer Analyse der in den Knochen enthaltenen Elemente sind diese Überreste etwa 1000 Jahre alt. Also die haben, denke ich mal, zu Sefus-Zeiten gelebt, okay? Wo muss ich lang? Was haben wir hier? Ach, hier muss ich da runter, denke ich mal. Höp. Wir können hier runter. Warte mal, halt mal. Ah, hab schon abgeschlossen. Abgeriegelt. Hm. Vielleicht später mal. Was ist das? Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Okay, Datomir sagt mir jetzt persönlich gar nichts. Entdeckung von Datomir. Mein Freund, ich habe kürzlich erfahren, dass die Sefu an Datomir interessiert waren. Äußerst merkwürdig, dass die Kultur fasziniert. Dunkel. Auf Datomir gibt es mehr zu entdecken. Oh, hast du noch was? Verblasste Wandbild. Ah, da. Verblasstes Wandbild. Ein verblasstes Wandbild unweit des Sefu-Gewölbes auf Bogano. Er stellt höchstwahrscheinlich einen Planet dar, ist aber zu stark beschädigt, um genaueres zu erkennen. Open the door, please. Ah, ich habe die Namen von denen vergessen. Die sehen so süß aus.
Ich kann mal eben. Zurück wird's schneller gehen. Achso. Ich wollte eben meditieren. Weil ich habe nämlich einen Punkt, den ich mir gerne schnell vergeben möchte, weil wenn man stirbt, wie wir selber gemerkt haben momentan, verschwinden die Punkte. Dann müssen wir wieder den Gegner töten, damit man den Punkt wieder zurückkriegt. Also, wir ruhen uns erstmal aus. Und werden einen Punkt setzen. Ich weiß noch nicht ganz wo, aber ich bin sehr interessiert an meiner Gesundheit und meiner Macht erstmal zu erhöhen. Weil ich glaube, bestimmte Fähigkeiten bekomme ich erst später. Spindattacke, ja komm. Wir machen jetzt erstmal die Machtgeschichte, damit die doch sehr schnell immer ausgeht. Ja, mal rüber. Zack. Ja. Und hä? Ja, komm. Ich gucke jetzt nochmal nach, wie die Viecher heißen. Das interessiert mich jetzt. Das ist jetzt. Nee, Datenbank. Charaktere. Drei Charaktere. So, vorne Forscher, Charaktere, ZDB, NO, Yaru, andere Charaktere. Prof. Ne, Prof ist doch, aber vorne, Schrottarbeiter namens Prof. Ja, da war mein Kollege, der am Anfang war, der leider von der zweiten Schwester getötet wurde. Halt hier? Ne, Flora Fauna. Der Forscher. Parafische. Sau. Das ist so schwer, ist jetzt einmal zu gucken, wie die Viecher nochmal heißen. Weil ich hab da hier Bogano. Oder hab ich ihn noch gar nicht gescannt? Kann das deswegen sein? Bidi, willst du nicht die Viecher mal scannen? Diese putzigen kleinen, was auch immer das sein mag. Ah, ich meine, ich hätte die gescannt. Hey! Huh. Einige, gibt's so viele von. Wie geht's dir, BD1? Hm? Gut, freut mich. Oh, wie süß. Was, wie, wo? Ach, jetzt? Noch etwas? Was hast du? Bocklinggang. Das sind Bocklinge. Bocklinggänge verbinden verschiedene Nester und sind ein natürlicher Schutz vor Fressfeinden. Bocklinge können täglich 5 Meter weit graben. Sie arbeiten an Hecheln und große Rudeln zusammen und verbringen etwa ein Drittel ihres Lebens mit dem Bau ihres komplexen Gangs. Ein Drittel ihres Lebens nur mit dem Bau von Gängen. Ja, da habe ich ja Bock drauf. Bocklinge sind das. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Potholi-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holochron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Ja.
Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Sind dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Mehrere Einträge. Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Nachdem sie erklärt hatte, die Macht nicht mehr zu nutzen, schickt ihr... Ja, ich habe jetzt den Namen wieder nicht mitbekommen. Carrie Call, ein altes Gewölbe unterwegs, traf Cal, einen freundlichen Droiden namens BD-1, der sich ihnen anschloss. Auf ihrer Reise nahm Cal Verbindung zur Macht auf und eine Erinnerung an seinen Wand... Lauffähigkeiten. Im Inneren des Gewölbes projizierte BD eine Botschaft von Meister Eno Cordova, in der diese beschrieb, wie er ein Holocron mit einer Liste marktbegabter Kinder versteckte. Um es zu bergen, muss Cal die Gräber von 3 Zepho-Weisen finden. Mit BDs Hilfe begibt sich Cal auf eine Reise, um den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Die Frage ist, wo geht's als erstes hin? Hi. Sag Bescheid, wenn du weg willst. Ich werde hier sein. Sehr schön. Interagier. Hey Grease, was ist das? Neue Samen gepflanzt. Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Okay. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Ah, BD hatte einen Samen gefunden, wo wir, kurz bevor wir das Wandlaufen entdeckt haben, hat er nämlich einen Samen gefunden. Also können wir die da einpflanzen, das ist sehr gut. So, gucken wir mal, ob wir unser Lichtschwert anpassen können. Wir hatten ja noch was gefunden. Oh, das erinnert mich so ein bisschen an Lukes Schwert. Aber ich bleib dabei. Oh, ich hab wieder Schickrad finde. Ah, langsam geht das Kaputte weg. Ah, das ist sehr gut. Das möchte ich mich wegkam hinten, das Kaputte. So, wir haben die ganze Zeit jetzt blau benutzt. Jetzt gehen wir mal zu grün. Ja. Bleib locker, Jung. Holotisch. Legen wir den Kurs fest. So, jetzt die Frage, gehen wir erst nach... Was? Suche auf Sifu nach alten Gräbern. Das ist Sifu. Das ist unsere nächste Hauptaufgabe. Hauptziel, wir sind hier bei Bogano. Und das Datumir. Wir richten uns nach der Mission. Moment, was sagt das Ding? Ich weiß nicht, warum Leute Droiden haben. Sagen Sie es ihm. Er kann sie schließlich verstehen. Ernsthaft? Grease. Oh, hör mal. Ich hab's wirklich nicht so gemeint. Droiden machen mir Angst. Ganz was Neues.
Sie klingen wie ein Imp. Die deaktivieren Droiden einfach so. Damit ist er einer von uns. Hm. Oh, das ist hart. Ich nehme alles zurück. Du bist okay, Kumpel. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Sehr schön. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Cal. Jo. Hier drüben. Gute Arbeit auf Bogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Sepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Sepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Und das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind bei Sepho gelandet, werden gucken, was wir finden werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben, schreib mir einen Kommentar, lasst ein Abo da. Ansonsten danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.